Und hallo Leute, willkommen zu einem neuen Manga Review vom Kapitel 672, Night Guy. Diesmal muss ich mich wirklich beeilen, ich muss gleich nämlich zur Arbeit, also muss ich das Kapitel kurz machen. Es fängt an, indem Guy langsam sein Chakra verliert und einen finalen Angriff gegen den Madara starten möchte. Auf einmal hat das Bild sich geswitcht zu Naruto und Sasuke, wie die aufgestanden sind. Ein mysteriöses, sagen wir mal so, Item in der Hand haben. Naruto hat eine Kugel, ich glaube, das soll die Sonne darstellen. Und Sasuke hat einen Sichelmond. Und dann auf einmal fängt Gai an zu brennen, hat halt zu Gai geswitcht. Gai stärkste und letzte Attacke. Und woraufhin hat sich das Bild geswitcht zu der Vergangenheit von Gai und Kakashi, wo sie sich zum ersten Mal treffen und ihre Väter sind ja auch da. Ja, dann sagte der Vater von ihm, von Guy, dass Guy selber durchgefallen ist und jetzt wieder wiederholen möchte. Und Kakashi meckert den an und sagt den ganze Zeit, wie kann einer wie er in die Akademie kommen, obwohl er kein Ninjutsu drauf hat. Dann sagte sein Vater, sei nicht so böse, irgendwann mal wird vielleicht Guy mal stärker als du werden und sogar noch stärker als sonst. Und Guy hat erstmal Danke gesagt, dass er ihn anspornt, anfeuert. Sein Vater lächelt nur. Kakashi hat so einen bösen, blöden Blick im Gesicht. Und sein Vater ist irgendwie nachdenklich, weil er gesagt hat, dass er seinen Namen sich merken soll. Weil irgendwann mal aus denen ein großartiger Ninja werden wird, der stärker als er wird. Und dann sieht man Guys letzten Angriff, wo er in Feuer gehüllt ist. Und richtig Highspeed auf Rikudo Madara rennt. Madara ist sowieso nur schockiert, dass irgendjemand so stark ist. Er freut sich, dass er so einen harten Kampf vor sich hat. Nur ihm fällt auf, dass er so schnell ist, dass er den Wind mit sich nimmt. Das wird umdreht und dass eine Druckwelle entsteht, die ihm hilft. Und dann hat Guy seinen Night Guy-Angriff eingesetzt, womit er einen Kick eingesetzt hat, das ihn richtig gegen die Schulter getroffen hat, halt so gegen die Rippen. Er hat angefangen, Blut aus seinem Mund zu kotzen. Spucken, sagen wir mal so, und fast all seine Rippen auf der linken Seite wurden gebrochen und Guys Fuß ist gebrochen. Madara ist gegen den Baum geflogen. Man sieht nur, wie Madaras linke Hälfte, linke Schulterseite so bis zur Hüfte, seine linke Seite komplett zerstört ist. Aber die wächst wieder nach. Man sieht Guy, wie der langsam zur Asche verfällt. Madara hat sich auf diesen Kam wirklich gefreut, er war richtig dabei und hat selber gesagt, dass er langsam oder sicher fast gestorben wäre, aber jetzt wieder den Kampf beenden und eine seiner Kugeln abfeuern. Und auf einmal kam der Held Naruto, hat die Kugel weggetreten und Gai ein bisschen Chakra übergeben, womit sein Chakrafluss langsam an Normalität gewinnt. Und ja, jetzt kam Naruto und er sagt selber, dass er jetzt das Gefühl hat, irgendwas zu verändern. Und man sieht den Modus der Weisen in seinen Augen und den Bijuu, ja nicht Bijuu-Modus, halt diesen Modus, wenn Naruto ausrastet. Also von früher, wo er in den schwänzigen Zustand, wo er halt das Chakra vom Kyuubi anzapft. Und ab da ist Ende. Leute, das war ein kurzes Review, sehr kurzes Review. Ich muss mich auch beeilen, ich muss nämlich gleich zur Arbeit. Das Hochladen wird ein paar Minuten dauern, also bis dahin und ciao. Oh ne.